Vortrag ist Messungen von Biosignalen in Videos. Aktueller Überblick über die Techniken. Gehalten wird der Vortrag von Nico und Chris. Und ja, viel Spaß. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Wir sind, glaube ich, auch die Gruppe mit dem längsten Thema auf der gesamten Konferenz. Worum es geht, wird Christopher euch gleich näher sagen. Prinzipiell geht es darum, aus Videos Informationen zu gewinnen über die Person, die man in diesen Videos sieht. Und Christopher und ich werden euch ein bisschen erzählen, was wir so während unseres Studiums, womit wir uns da beschäftigt haben und hoffen, dass wir hier auch viele Kreative treffen, die vielleicht interessante Ideen haben, wie man diese Techniken in kreativen Projekten nutzen kann und nicht nur in rein technischen Projekten. Und deswegen wäre zuerst mal meine Frage, wer wird sich denn im Raum hier mehr so als Techniker, Informatiker, ähnliches bezeichnen? Mal kurz heben vielleicht. Ja, und der Rest sind alles Kreative. Wer wird sich hier so als Kreativer? Ja gut, ist sogar ausgeglichener, als ich gedacht hatte. Schön, gut. Und als kleines Intro haben wir natürlich auch was vorbereitet, um euch alle in Stimmung zu bringen. Den schönsten Mann der 80er, der darf in keiner Präsentation fehlen. Und ich lasse es einfach mal laufen. Ein sonderbarer Ort für ein Rendezvous nach einer Party. Mein Scanner zeigt 4 Menschen in dem Gebäude. 3 davon tragen den Empfänger, der 4. ist das Mädchen, das mit ihnen auf der Party war. Elizabeth, bist du sicher? Es sei denn, sie hat eine Zwillingsschwester mit identischer Struktur. Und Michael, ihre Pulsfrequenz ist erhöht, sie hat Angst. Ja. Das war die Vision in den 80ern, hier das Auto, das es schafft, durch die Wand die DNA von Personen zu messen, die zuordnen zu können und gleichzeitig noch deren Puls zu messen und dann rauszuschließen, die Person hat Angst. Und wir wollen euch jetzt zeigen, wo wir im Jahr 2015 stehen, was da so die Möglichkeiten sind. Ich muss leider ehrlich sein, durch die Wand wird es nicht funktionieren, aber wir sind auf einem ganz guten Weg und damit übergebe ich dann jetzt an Christopher, der den Anfang macht. Ja, danke Nico. Ja, Nico hat ja eine schöne Einleitung schon gegeben, was wir heute mit euch vorhaben. Ich werde am Anfang noch mal ein bisschen zur Begriffsdefinition was erzählen, was eigentlich Biosignale überhaupt sind und wie sie sich von biometrischen Charakteristika unterscheiden. Werde dann mit großen Intensitäten wie Gesten beginnen. Weiter über die Mimik, die schon eine geringere Intensität in Videos letztendlich hat. Und dann wird Nico wieder übernehmen und auf diesen eigentlichen Biosignalbegriff, so wie wir den kennen, den ich gleich noch erläutern werde, eingehen. Und dann schauen wir mal in den Ausblick, wo könnte die Reise hingehen, was könnten wir noch alles in Zukunft erwarten. Ja, die Motivation. Zunächst einmal, was sind biometrische Charakteristika? Das kennen wir sicherlich alle, das ist der klassische Fingerabdruck. Also es sind Messdaten, es ist ein vereinfachtes Modell, wie der CCC schon schön in der Definition sagt. Wichtig hierbei ist, dass biometrische Charakteristika einmalig sind, im Idealfall einmalig, so ein Fingerabdruck gehört immer zu einer Person und dieser Fingerabdruck, dieses biometrische Charakteristikum ist konstant. Das heißt, wenn ich meinen Fingerabdruck heute messe und in 10 Jahren ist es im Idealfall noch derselbe. Dazu gab es auf dem 31C3 einen schönen Talk von Starbuck. Ich weiß nicht, wer den gesehen hat. Ansonsten empfehle ich den und lege den mal ans Herz. Der war wirklich sehr gut und auch teilweise sehr creepy. Damit beschäftigen wir uns aber nicht, denn wir wollen den Biosignalbegriff erstmal erörtern. Und zwar unterscheiden sich Biosignale von biometrischen Charakteristika genau in diesen Punkten. Ein Biosignal ist erstmal nicht einmalig. Bestimmt haben hier im Raum, wenn wir jetzt als Beispiel mal die Temperatur nehmen, 2 Personen dieselbe Temperatur. Und wenn ich jetzt einmal um den Block laufe, ist meine Temperatur natürlich etwas höher als jetzt. Deswegen ist die Temperatur und damit Biosignale nicht konstant. Das Ganze wollen wir messen mit handelsüblichen Kameras. Ja. Was gibt's alles für Messverfahren, um Biosignale abzugreifen? Das EKG, Klassiker, das kennt jeder. Sehen wir auch ganz unten links in dem Bild. Gleichzeitig mit der Pulsoximetrie, das ist dieser typische Fingerclip, den wir auch in dem zweiten Bild von links sehen. Und ganz rechts haben wir das EEG, was die elektrische Aktivität der Hirnströme oder des Gehirns misst. Zudem auch das EOG,
was man an der Seite von dem Auge sieht und zwischen den beiden Augen. Denn das EOG tritt in dem EEG als Störsignal auf. Das muss man dann noch mit abgreifen, damit das hinterher rausgerechnet werden kann, damit man das echte Signal letztendlich bekommt. Ja, ganz interessant ist vielleicht auch noch die Elektromyographie als einziges invasives Verfahren. Das heißt mit Schädigung des Gewebes. Der Rest ist alles zwar kontaktbehaftet, aber ohne Schädigung. Als EMG sehen wir auch in dem zweiten Bild von rechts. Es ist halt wirklich ein invasives Verfahren, was unter die Haut geht, im wahrsten Sinne des Wortes. So, welche Nachteile bringen diese Messverfahren, diese Methoden mit sich? Zum einen ist natürlich die Hard- und die Software nicht immer kostenfrei oder auch relativ kostenintensiv. Zudem sind diese Verfahren in gewissen Kontexten nicht einsetzbar. Sei es eine fehlende Kompatibilität des Patienten, weil, schönes Beispiel vielleicht oder schlechtes Beispiel, irgendwelche Gliedmaßen fehlen, wo man vielleicht nicht das Pulsoximeter dranklemmen kann oder halt einfach ist der Patient nicht willens, dass diese Biosignale abgegriffen werden. Das heißt, der Patient ist nicht kooperativ. Bei einem vollständigen EKG haben wir auch noch das Problem, dass es 12 Elektroden sind. Es ist ein zeitintensive Verkabelung notwendig, die auch nur durch Fachpersonal durchgeführt werden kann, sollte, damit es auch fehlerfrei ist. Und zudem sind natürlich invasive Verfahren nicht von jedermann durchführbar. Da ist natürlich ein Arzt wirklich wichtig, der das durchführt, der das macht. Einige dieser Nachteile wollen wir oder hoffen wir, mit videobasierten Verfahren lösen zu können. Zum Beispiel der erste Punkt direkt mit der kostenintensiven Hard- und Software. Wenn man das alles mit einer einfachen Kamera machen könnte, wäre das natürlich super. Dann kann man seine Kamera nehmen und dann kann man diese Signale abgreifen. Genauso die Verkabelung würde wegfallen, wenn wir das kontaktlos mit Kameras machen. Und zudem können wir eventuell potenziell damit noch weitere Fragestellungen beantworten, die diesen herkömmlichen Biosignalbegriff Puls ist 60 Schläge pro Minute noch übersteigen. So können wir noch Emotionen aus Gestiken oder Mimiken eventuell mit extrahieren. Ja, gehen wir zu der Gestenerkennung, zu den großen Intensitäten, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Was ist erstmal eine Geste? Eine Geste beinhaltet immer mehr Informationen. Es ist nicht bloß das einfache Winken mit der Hand, sondern das heißt dann, hat noch eine Information, noch Metadaten dazu, Hallo oder auf Wiedersehen. Ist bereits eine etablierte Technologie. Wenn ich jetzt hier an mein Telefon denke, das Samsung Galaxy S4, da kann ich durch meine Bildergalerie kontaktlos mit Gest links und rechts Schwenk durchnavigieren. Oder auch bei modernen Smart-TVs, die auch alle eine Kamera oben mit drin haben. Damit funktioniert auch schon Gestensteuerung heutzutage. Für den Heimgebrauch gibt es die Microsoft Kinect, kennen wahrscheinlich die meisten. Das Schöne an der ist, dass das SDK schon einiges mitbringt, dass man da relativ wenig implementieren muss. Es gibt dieses skeletale Tracking, wird von Haus aus unterstützt, Personenerkennung und auch schon Gestenerkennung. Also man kann dem System schon Gesten antrainieren und diese dann erkennen. Da gab es gestern auch einen Workshop zu, ich weiß nicht, wer da war. War der gut? Ich war leider nicht da. Ah, gut, dann kannst du bestimmt noch mehr zu der Kinect erzählen, später. Ja, hier sind mal ein paar Produktbeispiele. Ganz links, das ist schon in so einer Augmented Reality Welt letztendlich, mit einer Brille noch zusätzlich, wo das über Gesten wird das System gesteuert, anklickbar und ist von Microsoft 2015. Ja, in der Mitte auch der Klassiker irgendwie im Modellbereich, dass man Modelle rotieren kann, skalieren kann, alles über Gestensteuerung. Und ganz rechts, das war in Wien, in der U-Bahn, Gestenerkennung zu Werbezwecken. Das heißt, bei bestimmten Gesten werden bestimmte Aktionen auf dem Bildschirm getriggert, ausgeführt. Und so lässt sich Werbung machen. Ja, die prinzipielle Funktionsweise erstmal zur Gestenerkennung. Zugrunde liegend ist immer ein mathematisches Modell, hier von der Hand als Beispiel. Von diesem Modell extrahieren wir unsere Modellparameter.
die halt charakteristisch dafür sind. Wenn wir jetzt ein neues Bild bekommen über eine Kamera oder die, die wir, wo wir diese Geste erkennen möchten, analysieren wir diesen Frame, extrahieren die gleichen Merkmale, die gleichen Parameter und vergleichen das mit unserem zugrunde liegenden mathematischen Modell, können darauf die Erkennung, damit die Erkennung machen und können es noch mit einer Grammatik weiteren Informationen füttern, die dazu passen und können dadurch dann unsere Geste beschreiben und zusätzlich das, was am Ende rauskommt, auch wieder in die Analyse mit einfließen lassen. Jetzt gehen wir von den Intensitäten etwas weiter nach unten, also die werden etwas kleiner. So eine Geste ist natürlich relativ groß, einfach zu erkennen. Bei einer Mimik ist das schon etwas schwieriger. Die prinzipielle Fragestellung ist dieselbe, nur dass, wie gesagt, die Intensitäten kleiner sind und sich auch Anzeichen für Emotionen messen lassen. Zum Beispiel ganz links, die Frau, würde ich sagen, die ist glücklich, die freut sich. Links daneben, rechts daneben, der kleine Junge, ich glaube, der ist so sauer, würde ich jetzt vermuten. Und ganz rechts bei dem älteren Herren wird es schon schwierig. Also da könnte ich jetzt auf Anhieb nicht sagen, was für eine Emotion er mit dieser Mimik aussagen möchte. Zugrunde legend haben wir natürlich immer eine Gesichtserkennung. Das ist ein Video. Ja, also Algorithmen zur Gesichtserkennung gibt es zuhauf. Der Klassiker ist natürlich Viola Jones, der für Objekterkennung genutzt wird und im speziellen Fall halt für Gesichtserkennung. Das Paradebeispiel schlechthin. Wir sehen rechts in dem Video, das sind diese Features, die über dieses Bild berechnet werden. Und jetzt auch über, bei dem Hut geht das Fenster relativ schnell drüber, weil die Features nicht zu einem Gesicht passen. Wenn das rote Viereck gleich im Gesicht ankommt, dauert das ein bisschen länger. Und der Algorithmus erkennt auch tatsächlich, dass sich dort ein Gesicht befindet. Auch da ist die prinzipielle Funktionsweise, so wie gerade schon beschrieben, dass dem wieder ein Modell zugrunde liegt. Diese Klassifikatoren, diese Kästchen, die da durch dieses Bild wackeln, beschreiben letztendlich das Gesicht. Ja. Jetzt kommt es gleich. Ja, das Schöne an Viola Jones ist, dass ja schon dieser Algorithmus schon in OpenCV vorhanden ist. Ist mit wenigen Zeilencode schon so lauffähig. Und vor allem in Echtzeit. Das ist genau das, was in dem Paper Viola Jones gezeigt wurde. Da sieht man ganz gut, glaube ich. Ja, für speziellere Fragestellungen gibt es auch Algorithmen. Lidschlag, Blickrichtung. Da kommen wir gleich noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Im Kinect-SDK werden markante Punkte im Gesicht erkannt und diese auch mit der zugrunde liegenden Datenbasis verglichen und auf Basis dessen auch gesagt, das ist jetzt ein Gesicht. Man könnte dann auch noch daraus schließen, okay, die Mundwinkel, die Parameter sind jetzt so oder so, die Augen sind weit geöffnet, das könnte jetzt ein Anzeichen für diese oder jene Emotion sein. Beispielhafte Anwendung, was gibt es so aktuell auf dem Markt in dem Bereich? Da kommen jetzt ja monatlich, wöchentlich fast Patente rein. Das erste ist von Opel. Eine Anpassung des Scheinwerferlichtes, beziehungsweise die Richtung angepasst an die Blickrichtung des Fahrers. Das heißt, wenn der Fahrer nach links schaut, wird auch links der Teil der Straße mehr beleuchtet. Wenn der Fahrer nach rechts schaut, auf der rechten Seite. Bei Jaguar ist so ein ähnliches Prinzip. Und zwar soll erkannt werden, ob der Fahrer in den Rückspiegel schaut. Wenn es regnet, wird der Scheibenwischer, der Heckscheibenwischer einmal getriggert, damit der Fahrer eine freie Sicht nach hinten hat. Ob man das wirklich braucht, ist fragenswert, aber ja. Auf der rechten Seite in dem Bild erkennen wir auch ein Produkt, was die Müdigkeit des Fahrers versucht zu messen. Man sieht, dass die Augen, dass das Gesicht getrackt wird, die Augen getrackt werden und auf Basis dessen die Anzeichen für Müdigkeit versucht werden zu erkennen.
Und das Letzte, was ich auch ganz spannend und auch ein bisschen beängstigend finde, ist ein Patent von Microsoft, welches eine Brille ist, die das Umfeld nach Menschen scannt, sage ich mal ganz vorsichtig, und deren Emotionen versucht, dem Träger bereitzustellen und auch die eigenen Emotionen des Trägers zu messen. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Brille auf hätte und in das Auditorium schauen würde, hier erkennen würde, dass alle gelangweilt sind, müsste ich jetzt einen Witz machen. Ja, mache ich aber nicht. Ja, ich glaube, das war es auch schon mit den großen und den etwas kleineren Intensitäten als Einführung. Und Nico übernimmt jetzt mit den eigentlichen Biosignalen, was ich eingangs erwähnt hatte, Puls, Atmung. Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo es quasi interessant wird, so ich sag mal, Gesten zu erkennen oder Mimik zu erkennen. Das fällt uns ja als Menschen auch relativ einfach. Wenn ich jetzt euch zuwinke, könnt ihr das alle relativ deutlich sehen und auch interpretieren, was ich damit meine. Jetzt kommen wir bei den Biosignalen an. Da sind wir jetzt bei Intensitäten, die so klein sind, dass es schon auch für den Menschen nicht mehr möglich ist, die zu messen, weil unser Sehapparat dafür einfach nicht ausgelegt ist. Da kommen gleich ein paar spannende Beispiele zu. Und das sind jetzt wirklich Biosignale im eigentlichen Sinn. Wir wollen jetzt meinetwegen die Atmung messen von einer Person oder den Herzschlag etc. Und der Unterschied ist zu den beiden vorherigen Informationen. Jetzt können wir dann natürlich auch Informationen über den Gesundheitszustand einer Person aussagen. Das heißt, wenn wir es jetzt schaffen, aus einem Video, wo eine Person in Ruhe sitzt, den Puls zu messen akkurat und dann wird gesagt, okay, die Person hat einen Puls von 100, dann könnten wir schon sagen, okay, da ist vielleicht was nicht in Ordnung, das müsste man sich näher ansehen. Und habe ich auch ein kleines Beispiel zu mitgebracht. Und jetzt würde ich euch einmal alle bitten, hier diesen netten Herren, der in die Kamera guckt, einfach nur mal anzusehen. Und das ist jetzt ein perfektes Beispiel. Also ich erkenne hier nichts. Ich kann das Video auch gerne nochmal starten. Ich würde aber vermuten, dass es allen hier so geht, wenn man sich jetzt diese Person so anguckt, ist unser Sehapparat nicht dazu ausgelegt, hier irgendeine Information heraus auszulesen. Oder ihr könnt euch auch mal einen Partner, der neben euch sitzt, anschauen. Da werdet ihr auch im Gesicht wahrscheinlich keine Anzeichen für seinen Herzschlag sehen. Aber wir wollen mal schauen, ob das nicht mal mit Hilfe von Technik doch irgendwie hinkriegt. So. Aha. So, und jetzt zur prinzipiellen Funktionsweise. Christoph hat ja vorhin relativ einleuchtend erklärt, man muss immer mit irgendwelchen Daten trainieren und die dann vergleichen mit dem, was man misst. Und dann hofft man, kann man sozusagen darüber ein Matching betreiben, dass man sagt, okay, das, was ich jetzt neu gemessen habe, das passt zu dem, mit dem ich trainiert habe. Daraus kann ich dann Erkenntnis ziehen. Und hier als Beispiel, hier wurde wieder eine Person, die ihr da rechts seht, wurde wieder gefilmt. Das ist jetzt ein Frame aus einem Video. Und dann wurden einfach mal die Pixelintensitäten verfolgt. Das heißt, ich habe hier, wenn ihr meine, ich habe leider keinen Stift hier für rotes Licht, deswegen müsst ihr auf meinen Mauszeiger achten. Hier dieser kleine grüne Pixel, der wurde über die Zeit verfolgt. Das heißt, über das Video, über mehrere Sekunden, über 20 Sekunden. Und das sind hier diese aufgezeichneten Intensitäten. Das heißt, wie sich dieser Pixel in dem Video verändert. Und hier geben wir alle recht, die erkennt man noch nicht relativ viel. Aber wenn man dann mehrere Pixel nimmt und mittelt, zum Beispiel diesen Ausschnitt hier, der hier so blau, diese Region, die hier so blau hinterlegt ist, wenn man diese ganzen Pixel mittelt in einem Frame und die über die Zeit betrachtet, dann sieht man hier oben rhythmische Muster, die hier entstehen. Und diese Muster, die entsprechen der Fluktuation des Herzschlages. So, das hört sich jetzt noch ein bisschen abgefahren an, aber ich habe ein paar Beispiele dabei, warum es funktioniert. Das heißt, wir fangen jetzt mal an damit, dass wir die Aktivität des Herzens messen wollen, das heißt den Herzschlag. Und hier gibt es zwei prinzipielle Herangehensweisen. Und die eine ist die Farbveränderung der Haut. Das, was ich vorhin angesprochen habe, wenn man sich gegenseitig mal ins Gesicht schaut, dann können wir da keine Farbveränderung sehen, weil diese Intensitäten sehr, sehr klein sind, aber die existieren. Und das ist so, dass mit jedem Herzschlag wird ja Blut in unseren Kopf gepumpt. Und im Blut befinden sich Partikel, die auf Licht reagieren. Und wir sitzen jetzt im Raum hier, werden durch die Scheinwerfer hier angestrahlt und das Licht dringt in unsere Haut ein, trifft dann auf diese absorbierenden Partikel und wird mehr oder weniger absorbiert und das Licht wird wieder zurückgeworfen. Und daraus ist dann klar, wenn viele von so absorbierenden Materialien meinetwegen da ist, wird viel absorbiert, aber wenn dann das Blut gerade weg ist, wird weniger absorbiert. Und das heißt, unsere Haut strahlt Informationen aus, wie viel Blut sich gerade dort befindet. Wir können sie nur nicht sehen. Aber ich werde gleich zeigen, dass es funktioniert. Oder eine andere Möglichkeit, die Herzaktivität zu messen, ist über Kopfbewegungen. Das heißt, mit jedem Herzschlag wird ja auch viel Blut vom Herz in unseren Kopf gepumpt.
über die Halsschlagader und dadurch bewegt sich unser Kopf. Darauf achten, das können wir jetzt nicht sehen, aber hier ein Beispiel aus einem aktuellen Paper. Das ist rechts wieder jemand, der in die Kamera guckt, mit möglichst wenig Eigenbewegung. Und dann sieht man unten das EKG. Das ist halt eins dieser kontaktbasierenden Verfahren, die Christopher vorgestellt hat. Da wird die Herzaktivität gemessen. Und jede dieser spitzen Zacken, das nennt man Erdzacke, die ihr hier seht, das ist, wenn wirklich das Herz kontrahiert. Also das Herz sich zusammenzieht und das Blut ausgeworfen wird. Und ihr könnt sehen, das sind jetzt auch wieder, ich schätze, circa 10 Herzschläge, dass die hier, wenn man die Kopfbewegung misst, mit natürlich relativ komplizierten Algorithmen, aber auf die haben wir leider keine Zeit einzugehen, dass es hier eine Korrelation gibt. Das heißt, man kann auch wirklich aus den minimalen Kopfbewegungen den Puls messen. Was man noch messen kann, ist die Atmung. Das heißt, es ist ja auch so, das seht ihr auch vielleicht manchmal selbst, wenn man sehr stark atmet, dann hebt und senkt sich der Brustkorb. Mehr oder weniger. Und das kann man natürlich direkt oder indirekt messen. Das heißt, ich habe jetzt mal ein Video mitgebracht von einer Person, die wir gefilmt haben. Die hat sich hingelegt. Und dann haben wir von den Füßen einfach mal Licht zu dieser Person geschickt. Oder ausgesendet mit einem normalen Beamer. Und dann könnt ihr hier oben etwas oberhalb der Augen sehen, dass da immer so ein Schatten größer und kleiner wird. Und das ist der Bauch. Ist ja klar. Oder sagen wir so, es ist der Brustkorb. Mit jedem Atemzug hebt sich der Brustkorb und danach wird er wieder kleiner. Und das ist jetzt ein Merkmal, was man sehr deutlich hier sehen kann. Das heißt, hier können wir auch als Menschen schon die Atmung sehen. Das Ganze funktioniert allerdings auch, ohne jetzt die Person mit Licht anzustrahlen. Das haben wir nur erzeugt, damit man deutlich sieht, aha, man kann jetzt hier indirekt quasi die Atmung messen. So, das war jetzt natürlich relativ viel Information. Deswegen haben wir jetzt auch mal ein paar Beispiele und ein paar Videos mitgebracht, wo das Ganze denn wirklich in der Praxis benutzt wird und auch als Beweis, dass es funktioniert. Und seit einigen Jahren gibt es sehr viele Gesundheits-Apps. Hier oben gibt es jetzt von einem namhaften Technologiehersteller eine käuflich zu erwerbende App. Ihr könnt sehen, hier ist ein iPad, da befindet sich eine Kamera drin und diese Kamera misst quasi das Gesicht von zwei Personen, die vor dem iPad sitzen. Und hier wird dann auf mysteriöse Art und Weise irgendwie der Puls berechnet und man sieht hier, beide haben gerade einen Puls von 60. Das ist aus einem Werbevideo, da ist auch ein Link bei, kann nur empfehlen, wenn man so ein richtig hartes Werbevideo sehen möchte, der kann sich das angucken mit nur Buzzwords. Ganz toll. So, allerdings hat natürlich auch das Lücken und Tücken, ihr kennt das von CCC, alle biometrischen Systeme sind fehlerbehaftet und natürlich auch diese Apps. Und da haben wir uns mal einen kleinen Spaß erlaubt, hier so ein kleines Video erzeugt mit einer dieser Apps, die angeblich den Puls messen. Ich halte hier einfach nur diesen Zettel vor die Kamera und gleich werden wir sehen, oh mein Gott, wir haben Leben geschaffen. Gleich kommt es oben links, gleich sieht man BPM, das ist die Herzschläge pro Minute, oh Gott, wir haben diesen Zettel zum Leben erweckt. Also, wie gesagt, das Problem ist natürlich bei solchen kleinen Intensitäten, die wir messen und verarbeiten wollen, dass es überhaupt sehr schwierig ist, dass natürlich sobald Rauschen es gibt, wenn zum Beispiel hier oben in dem Video würden sich die beiden Personen bewegen oder mit dem Kopf nicken, dann wird dieser Algorithmus natürlich sehr große Fehler werfen, weil es sehr schwer ist, diese minimalen Signale überhaupt zu erkennen. Und wenn sich dann natürlich im schlimmsten Fall, wenn man das über eine Handykamera macht, die Handykamera bewegt oder das Objekt sich bewegt, wie hier in unserem Beispielvideo, wenn sich dann noch vielleicht die Beleuchtung ändert, dann ist es natürlich auch für einen Algorithmus sehr schwer einzuschätzen, was messe ich denn da gerade überhaupt? Und wir haben hier einfach nur ein Gesicht drauf gemalt, das wird dann von diesem Viola-Jones-Algorithmus höchstwahrscheinlich einfach als Gesicht erkannt, wenn es hier so grün wird um das Bild herum und dann wird einfach gemessen und ihr seht hier oben irgendeine Kurve, die ist natürlich, sieht man auch ganz glatt und sehr stark gefiltert. Das heißt, das Ganze kann so natürlich nicht funktionieren und funktioniert nur unter sehr guten Bedingungen. So, und jetzt habe ich noch mal ein paar Anwendungen dabei, wo das Ganze denn wirklich benutzt werden kann. Vernünftig und nicht mit irgendwelchen Spaß-Apps. Das heißt, im medizinischen Umfeld ist das Ganze natürlich sehr interessant. Denn Christopher hat ja am Anfang erzählt, wo diese ganzen kontaktbasierten Verfahren Probleme mit sich bringen. Und ein Beispiel zum Beispiel ist, unten links seht ihr das, das ist eine Neugeborenenstation, das heißt, hier sind wirklich, oder Frühgeborene, die dort in diesen Kammern am Leben gehalten werden. Und da muss man natürlich gerade in so einem kritischen Umfeld ganz besonders darauf achten, man muss Puls abnehmen, man muss die Atmung messen, dass denen nichts passiert. Aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, an so einem kleinen Knirps, da dann EKG-Elektroden anzubringen, das ist auch eine Belastung für das Baby. Und hier wäre es natürlich von Vorteil, wenn man das Ganze kontaktlos machen kann. Und da gibt es hier diese eine Publikation, wo die einfach eine Kamera, die seht ihr hier, fest installiert haben, damit das Neugeborene gemessen, gefilmt haben und dann versucht haben, daraus die Herzrate zu berechnen. Das Ganze ist natürlich aber auch sehr schwierig. Wenn sich das bewegt oder verdeckt, dann wird natürlich auch hier die Messung nicht akkurat.
Ein anderes Beispiel, was Christopher und ich euch jetzt mitgebracht haben, hier seht ihr so einen Magnetresonanztomographen, MRT, da wurde vielleicht der ein oder andere schon mal reingeschoben. Und im Endeffekt ist das nichts anderes als ein großer Fotoapparat. Man muss halt irgendwann sich entscheiden, wann man die Aufnahmen macht. Und hier ist das Problem, wie bei jedem anderen Fotoapparat, wenn sich gerade das Objekt bewegt, wird das Bild verschwommen. Und natürlich möchte der Arzt nicht da jemanden eine Stunde reinschieben und dann kommt ein verschwommenes Bild raus. Also muss man zu bestimmten Abständen hier die Bildgebung machen, auf Basis des Videos, so dass das Bild akkurat wird. Problem ist natürlich, man möchte mit so einem MRT zum Beispiel Herzbildgebung machen. Da kann man dann dem Patienten schlecht sagen, halten Sie mal bitte kurz Ihr Herz an, damit wir dann eben das Foto machen können. Das heißt, auch hier ist eine Anwendung zum Beispiel, dass man versucht, den Puls zu messen und immer zu messen, wann ist gerade das Blut da im Herzen und wann ist es weg und dann damit rhythmisch Fotos, die Bildgebung startet, vereinfacht gesagt. Oder hier noch ein anderes Beispiel von einer Dialysestation. Hier sieht man einen Patienten, der gerade an der Dialysemaschine hängt. Und hier wurde dann hier oben links eine Kamera angebracht und da wurde dann die Herz- und die Atemrate gemessen. Das sind hier so denkbare Beispiele im medizinischen Umfeld. So, andere Anwendungen, die jetzt wie immer schön in so einer Präsentation zu zeigen sind, ist, wenn man diese Biosignale verstärkt. Das heißt, ich habe euch am Anfang dieses Video von dem Herrn gesehen, der in die Kamera guckt und wir haben alle nichts erkennen können. Wenn man jetzt aber geschickte Algorithmen nimmt, kann man Biosignale messen und gleichzeitig wieder in das Video einbringen. Das heißt, jetzt wird allen klar, ihr seht, da verändert sich die Haut der Person, es wird so langsam vom Gelb, geht's ins Rötliche. Das ist der Blutfluss, wie das Herz jetzt regelmäßig mit jedem Herzschlag ins Gesicht gepumpt wird. Diese Intensitäten sind für unseren menschlichen Wahrnehmungsapparat zu klein, um sie zu sehen. Aber wenn man natürlich eine Kamera hat und dann mittelt über die Zeit, kann man diese minimalen Effekte erst messen und dann wieder in das Video bringen. Ich mache es noch einmal an, dann habt ihr es auch hinter euch. Dann sieht man sehr schön, wie das Blut halt sich in den Kopf gepumpt wird mit jedem Herzschlag. Eine andere Möglichkeit, hier ist wieder so ein Beispiel, ist ein Baby, das hier in Ruhe liegt. Und ich würde euch bitten, einmal auf den Brustkorb zu achten. Hier wurde jetzt die Atmung verstärkt. Das heißt, wenn jetzt man sieht das hier eigentlich in dem Originalvideo so gut wie gar nicht. Aber wenn man die Atmung verstärkt, nachdem man sie gemessen hat, sieht man auch hier, dass man die Atmung verstärken kann. Und dann wäre jetzt, könnt ihr euch vorstellen, wäre natürlich eine interessante Anwendung, vielleicht wie so eine Art Babyphone, nur halt eine Babykamera, die stellt man über das Baby und dann kann das Elternteil immer von der Entfernung sehen, aha, das Baby atmet noch, alles ist in Ordnung. Nur so als Beispiel. So, und das waren jetzt so ein paar Anwendungen, die wir euch zeigen wollten. Allerdings war das jetzt natürlich nur ein sehr eingeschränkter, ganz kleiner Bereich. Nur mit normalen RGB-Kameras oder das geht auch mit Schwarz-Weiß-Kameras, aber jetzt nicht mit irgendwelchen besonders ausgefallenen Messapparaten. Man kann sich jetzt aber natürlich vorstellen, dass man das auch mit anderer Hardware macht. Zum Beispiel interessant wären, das sind so Ideen, die uns jetzt gekommen sind, vielleicht Hochgeschwindigkeitskameras oder kontaktbasierte Verfahren. Das heißt, wer so ein Samsung Galaxy S5 hat, glaube ich, das bringt das schon von sich aus mit. Da kann man einfach den Finger auf die Kamera legen und daraus wird dann der Puls berechnet. Das ist dann natürlich kein kontaktloses Verfahren mehr, aber sowas geht natürlich auch, dass man einfach den Finger direkt auf die Kamera legt und dann wird aus dem Signal der Puls berechnet. Oder eine andere Idee, so Wärmebildkameras, wer so eine vielleicht hat. Hier ist eine Publikation, da wurde eine Wärmebildkamera genommen, auch auf so einer Neugeborenenstation. Und der Kopf des Neugeborenen, den sieht man jetzt leider bei der Auflösung nicht so genau, aber im Endeffekt, was gemessen wird, sind die Nasenlöcher. Denn wenn wir jetzt atmen, dann atmen wir erst kalte Luft ein und atmen dann wieder warme Luft aus. Und so die warme Luft, die wir dann ausatmen, die kann man natürlich mit einer Wärmebildkamera messen. Das wird hier gemacht. Dann sieht man, wenn man das dann als Plot aufträgt, sieht man hier auch so zyklische Sachen, die sich wiederholen. Und das sind die Atemzyklen. Das heißt, hier wird eingeatmet und ausgeatmet. Oder eine andere Idee sind halt spezielle Fotodioden. Das hat mal hier jemand gebaut. Hier ist eine LED, die strahlt diese Hand an in circa 30 cm Abstand. Und dann nimmt man nur so eine Foto. Ich bin leider etwas aktiv hier mit dem Touchpad. Dann nimmt man nur eine Fotodiode, die nur in ganz bestimmten Wellenlängen misst, als speziell die Wellenlängen zugeschnitten auf das Signal, das uns interessiert, auf diese kleinen Farbveränderungen. Dann kann man natürlich auch solche Apparaturen bauen, die es erlauben, kontaktlos den Puls zu messen. Das heißt, hier gibt es sehr viele Anwendungen, auch mit vielleicht nicht handelsüblichen Kameras. So, und jetzt haben wir uns erlaubt, ein bisschen zu spekulieren, wo die Reise sowohl hingeht in den nächsten Jahren, was denn da noch alles auf uns zukommt und was wir beide glauben, was so die Trends da in diesem Bereich der nächsten Jahre sind und haben ein bisschen Material noch hierzu besorgt. Und zwar zum einen glauben wir, dass jetzt eine Aufwertung kommen wird, dass das Biosignalmessen an sich, das funktioniert schon relativ gut, aber dann ist immer die Frage, was macht man daraus?
die kreativen Ideen, wie können wir darüber interessante Aussagen machen, zum Beispiel über Gesundheitsfragen. Und hier gab es eine interessante Publikation, hier ging es um Migräne. Ganz links die Person ist gesund, absolut. Die mittlere Person hat Migränefälle in der Familie, das heißt, die Eltern waren belastet. Und ganz rechts die Person hat gerade einen Migräneanfall. Und was wir hier visualisiert sehen, das sind jetzt alles Pseudofahren, das heißt, das hat jetzt nicht die Kamera gemessen, das ist jetzt künstlich visualisiert. Dann sieht man ganz links bei der Person und bei der Person in der Mitte eine relativ gleichmäßige homogene Durchblutung. Das heißt, wenn ihr euch die Stirn anguckt, da sehen wir, hier ist die Durchblutung sehr homogen und gleichmäßig und auch intensiv. Während man bei der Person rechts sieht, dass die komplette Stirn und die Wangen hier überhaupt keine Durchblutung ist. Das heißt, anscheinend hängt es vielleicht damit zusammen, Migräneanfälle durch eine zu niedrige Durchblutung des Kopfes. Das ist eine offene Forschungsfrage, aber in solche Richtung kann man dann natürlich mal schauen und verschiedene Sachen ausprobieren. Oder eine interessante andere Sache, die wir mitgebracht haben. Das ist jetzt auch ein kontaktloses Verfahren. Ich muss versuchen, die Videos gleichzeitig zu starten. Es wird wahrscheinlich nicht klappen. Hier geht es darum, einen Fuß, der ist einfach nur aufgelegt und dann kennt ihr alle diesen Reflexhammer, mit dem man Reflexe auslösen kann. Und dann wird auf diesem Fuß hier die Achillesferse, der Reflex quasi ausgelöst. Das mache ich einfach mal. Und jetzt schlägt natürlich der Fuß aus. Und was ihr hier links seht, ist der Winkel, der zwischen diesen drei Punkten aufgespannt wird. Läuft es noch? Ja, also die Videos sind leider etwas zeitversetzt. Also im Endeffekt, der Fuß schlägt aus, geht nach hinten und klappt dann wieder zurück. Und jetzt kommt gleich ein erneuter Schlag, dann sieht man es nochmal etwas deutlicher. Dann schlägt der Fuß wieder dementsprechend aus und wir können dann wieder uns diese Kurve anschauen. Und dann wäre jetzt natürlich eine interessante Frage, da kommt der Schlag und da schlägt der Fuß dann aus, ob man nicht daraus eine Information gewinnen kann. Denn es ist so, dass wenn man so Verletzungen an der Ferse kriegt, die lassen sich nur sehr schwer vorhersagen. Und vielleicht kann man natürlich sich diese Kurven analysieren und vielleicht ist es ja so, dass bei gesunden und bei kranken Personen hier unterschiedliche Kurven sich entwickeln, aus denen man dann auch wieder trainieren kann und vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft Vorhersagen darüber machen kann. Pass auf, leg deinen Fuß drauf, wir filmen dich kurz, du hast so und so ein Risiko, mach mal mehr Sport oder mach weniger Sport. Also vielleicht kann man dann auch wirklich Aussagen über Gesundheit machen, Gesundheitsfragen machen. So, und da sind wir auch schon bei unserer letzten Folie angekommen. Und hier nochmal eine ganz interessante Frage, das kennt vielleicht der ein oder andere. Das ist eine ganz frische Publikation. Und was ihr hier draußen seht, da ist eine Highspeed-Kamera, also eine Kamera ist draußen angebracht vor schallsicherem Glas und da drin im Raum liegt eine Chipstüte. Und jemand befindet sich in dem Raum und sagt etwas. Er sagt gleich ein kleines Gedicht auf und diese Kamera misst nur diese Chipstüte. Das ist der Ausschnitt, den ihr oben rechts seht, wo gerade der Mauszeiger drüber ist. Und dann schauen wir doch mal, was man aus diesem Video messen kann. This is what a cell phone was able to record from inside, next to the bag of chips. Das ist, was die Person im Raum Mary sagt. Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, that lamb was sure to go. And this is what we were able to recover from high-speed video, filmed from outside, behind soundproof glass. Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. So, also wie gesagt, man kann auch den Ton von dem gesprochenen Wort im Raum nur aus den minimalen Veränderungen dieser Chipstüte berechnen. Das ist jetzt natürlich kein klassisches Biosignal, wenn man etwas sagt, aber trotzdem, vielleicht geht auch da der Trend hin. Vielleicht muss man gar nicht mehr den Menschen irgendwann direkt filmen, sondern kann durch die Veränderungen, die er irgendwie auslöst, auch Aussagen über den Menschen treffen oder was dieser gerade getan hat. So, und damit sind wir bei unserer letzten Folie. Wir hören so auf, wie wir angefangen haben, mit einem gut aussehenden Mann. Bedanken uns für die Aufmerksamkeit und sind offen für eure Fragen. Da kommt schon gleich die erste Frage. Was glaubt ihr, wie das so werden könnte? Also was mir jetzt so in den Kopf kam, war so die Idee des Smart Mirrors oder so, also dass wirklich so eine Kamera hinterm Spiegel ist, schon etwas creepy, und die sagt einem dann wirklich was über seinen Gesundheitszustand. Was ich mich auch frage, ist, ob man bei den Smartphones nicht einfach, die wissen ja eigentlich, wie sehr sie bewegt werden, ob man das nicht herausrechnen kann. Und bei medizinischen Anwendungen, wo jetzt
die Gefahr besteht, dass sich jemand bewegt und dadurch die Messwerte nicht stimmen, ob da nicht vielleicht mehrere Kameras helfen könnten. Ja, soweit. Okay, ich fange einfach mal an. Ja, Smart Mirrors, ganz tolle Idee. Ist, bin ich mir auch sicher, schon in Entwicklung, denn im Endeffekt ist ja das, was wir auf dem iPad gesehen haben, genau dasselbe. Hier wird nur kein eigener Spiegel produziert, sondern es wird dann in diese App gegossen, aber im Endeffekt dann, das in den Spiegel zu packen, ist sicherlich möglich. Da bin ich mir auch relativ sicher, dass das Ganze irgendwann kommen wird. Das große Problem ist das, was du angesprochen hast, ist halt die Bewegung. Man kann natürlich versuchen, dann genau, wie du gesagt hast, mit einem Handy, dass wir aus dem Handy quasi die Bewegung rausrechnen. Aber das ist durchaus möglich. Das Problem ist, bleibt halt einmal die Bewegung der Kamera, des Handys, das kann man dann sicherlich rausrechnen. Aber das andere, was halt sehr schwer vorher zu sagen ist, ist die Bewegung der Person. Und das macht es natürlich schwierig. Hier kann man natürlich sagen, man nimmt mehrere Kameras, um diese Bewegungsartefakte herauszurechnen. Oder man versucht einfach aus dem Video an sich die Bewegung rauszurechnen. Also moderne Algorithmen, die zum Beispiel den Puls berechnen wollen, machen das auch so. Da geht es dann darum, man kann ja das Gesicht tracken, das haben wir gezeigt mit diesem Viola-Jones-Algorithmus. Und dass man quasi nicht das ganze Gesicht nimmt, sondern dann einfach das Gesicht immer verfolgt und dann nur die Haut detektiert. Das heißt, man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt gerade gucke, dann könnte man sagen, okay, wir sehen die Stirn, wir sehen die Wangen, da können wir gut messen. Wenn ich mich dann aber zur Seite drehe, dann ich muss weiter ins Mikro reden. Wenn ich mir dann zur Seite drehe, bleibt ja nur noch quasi meine rechte Seite, dass man dann nur noch da misst. Also da gehen aktuelle Algorithmen hin. Und wir haben im Anhang eine kleine Literaturliste noch dabei. Wir werden euch die Folien auch zur Verfügung stellen. Und wenn man sich da einfach mal nur durch die Paper klickt, ohne die jetzt groß zu lesen, dann sieht man schon an den Visualisierungen oft, wo der Trend hingeht. Und Bewegung ist vielleicht noch, würde ich jetzt mal vorher sagen, ein paar Jahre, ein, zwei Jahre ein Problem. Aber dann hat sich das Problem erledigt. Also selbst in niedrig beleuchteten Räumen mit Personen, die hin und her tanzen, dabei reden, lässt sich das oft schon sehr gut messen. Das heißt, das ist eine reine Zeitfrage, bis Algorithmen da sind, die das einfach abfedern können. Ich hoffe, das waren jetzt alle Fragen oder war da noch eine? Okay. Gut, gerne noch mehr. Und gerne auch, deswegen sind wir hier, falls jetzt irgendeiner eine verrückte Idee hat, in seinem Projekt irgendwas zu machen damit. Ich weiß nicht, ihr programmiert ein Spiel und sagt, ja, ich will eine Kamera, die mir jetzt sagt, wie ängstlich gerade der Spieler ist oder wo gerade der Spieler seinen Puls hat. Sowas sind vielleicht interessante Anwendungen oder so interaktive Displays. Wir haben das in Wien gesehen. Da ist es so, nur noch mal kurz, was da passiert. Man sieht da eine Person rumlaufen und dann kommt die Frage, ich glaube, warum ist mein Handyvertrag so teuer oder so? Und dann müssen die Personen vor dem Display so alle machen und dann wird das halt erkannt und dann macht auch so eine Figur da drin so und dann wird halt die glorreiche Lösung gebracht, ja, du musst zu dem und dem Anbieter gehen. Also das sind alles so Möglichkeiten, die sich bieten. Da hinten ist eine Frage. Ja, nur kurz zur Kinect. Da gibt's ja jetzt diese neue Kinect. Ich habe nur das Video dazu gesehen. Die machen auch schon sowas mit Herzfrequenzmessung. Wisst ihr da was drüber, warum sie das machen und wofür oder wie es da funktioniert? Da muss ich ehrlich gesagt leider passen. Aber ich glaube, wir haben ja den Kinect-Experten hier. Vielleicht weiß er darüber mehr. Die Frage ist halt immer, ob es eine konkrete Anwendung ist oder ob es im SDK steckt. So, wir haben uns jetzt nur die Sachen angeguckt, die wirklich im SDK sind. Ich bin mir sicher, dass viele Bastler schon zu Hause sitzen und da irgendwas versuchen rauszuholen. Ich hoffe, jetzt habe ich hier niemanden verunglimpft. Also ich habe die Kinect 2 dabei. Wir können uns das mal angucken, aber das habe ich wahrgenommen, dass es das gibt, aber ich habe es noch nicht selber ausprobiert. Also die Kinect hat ja auch verschiedene Sensoren sozusagen, um zu messen. Und es geht halt prinzipiell auch, man kann auch eine ganz normale Schwarz-Weiß-Kamera nehmen und den Puls trotzdem berechnen. Das heißt, im Endeffekt ist sie dazu in der Lage, aber was da jetzt implementiert ist, kann ich leider nicht sagen. Gerne noch mehr Fragen oder Ideen, falls irgendeiner nur sich gerade gedacht hat, Mensch, wieso macht das und das denn niemand? Denn darauf hoffen wir immer. Wenn es gerade keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich einfach mal sagen, nochmal dickes Danke für den Vortrag. Ich denke, da war einiges Neues für viele dabei.